Alles klar? Wohl kaum, das lässt sich aber ganz einfach ändern. Schon erstaunlich, wie genau plötzlich die Worte der Deklaration für einen internationalen Gerichtshof gegen Umweltverbrechen verständlich werden. Wien Modern war eine von 10 kulturellen Institutionen, die um einen künstlerischen Beitrag für die Veranstaltung im Dogenpalast in Venedig gebeten wurde. Diese Botschaft mit musikalischen Mitteln hörbar zu machen, ohne auf eine simple Vertonung zurückzugreifen, das war das ehrgeizige Ziel. We declare that we are all responsible. Educators, politicians. Ein weiterer Brückenschlag, Miro Markus, ein 9-jähriger Schüler aus Berlin, hat den Text für die Performance aufgenommen. Jugend als Hoffnungsträger der älteren Generation. Der österreichische Komponist Peter Ablinger hat das Frequenzspektrum der Kinderstimme auf sein computergesteuertes mechanisches Klavier übertragen. Ich löse eine Phonographie, das bedeutet also eine Aufnahme von irgendetwas, in diesem Falle der Stimme, löse die auf in einzelne Pixel. So könnte man im Übertragen durchaus sprechen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, der Wiedergabe in einer sehr hohen Pixelauflösung, und diese habe ich nur mit einem mechanischen Klavier, dann kann ich tatsächlich eine Art von Kontinuität wiederherstellen. Wir können also in einem Klavierklang tatsächlich mit etwas Übung oder Unterstützung oder Untertitelung eine menschliche Stimme drin hören. Another world is possible.